Ja, danke, Herr Präsident. Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, hier auf der Galerie, zu Hause an den Bildschirmen. Ja, Sie haben jetzt schon ein bisschen vielleicht einen Eindruck bekommen. Meine Vorrednerin hat sich ja diebisch darüber gefreut, dass es jetzt einen ganz erleichterten Zugang gibt. Das klingt im ersten Moment ja sogar ganz gut, aber wie so oft muss man sich dieses Detail ein bisschen genauer anschauen, denn was Sie auch abschaffen, die sogenannte Vorabprüfung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. Das heißt, was Sie machen, ist Ausbeuterei salonfähig zu machen. Es wird nicht mehr überprüft, ob es hier möglicherweise zu Lohn- und Sozialdumping kommen könnte. Und genau das steht hier leider Gottes zu befürchten. Aufgrund dieser Erleichterung, die Sie jetzt hier anstreben für die Ukrainer. Und jetzt sage ich Ihnen auch, jeder, der eine Vertriebenenkarte hat, das ist noch gar nicht so lange her, da haben Sie beklagt, dass es da möglicherweise Missbrauch gegeben hat. Wir haben von Anfang an davor gewarnt, dass man nämlich auch alle Drittstaatsangehörigen, die erklärt haben, sie waren in der Ukraine, gleich mit dem Vertriebenenausweis beglückt hat, aber sei es drum. Jetzt kriegt jeder mit Vertriebenenausweis sofort, ohne irgendwelche Prüfungen, darf jetzt arbeiten am österreichischen Arbeitsmarkt. Das ist eine Öffnung des Missbrauchs wiederum. Auch hier ist dem Missbrauch wieder Tür und Tor geöffnet. Sie wollen nichts anderes haben, als die Billigarbeitskräfte für irgendwelche Leiharbeiter quetschen, die sich dann wieder gründen werden, oder sonstige Scheinfirmen. Das ist in Wahrheit das, und das sind dann einige wenige Profiteure. Und man sieht ja eh, wie harmlos da jetzt in Wahrheit dagegen vorgegangen wird, wie der Arbeitsminister jedes Mal stöhnt, wenn wir ihn darauf ansprechen, und das, obwohl wir Dutzende Anfragebeantwortungen schon haben und er zugeben musste, dass das Problem der Scheinfirmen ein ganz, ganz großes ist. Und da wäre es auch einmal an der Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Österreichischen Volkspartei, dass ihr da mal in der Wirtschaftskammer aufräumt. Die Wirtschaftskammer hätte hier Handlungsbedarf. Das sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich. Und was ist noch in dieser Novelle drinnen? Das ist jetzt nämlich die Aufweichung der sogenannten Rot-Weiß-Rot-Karte. Ich glaube, es gibt in Österreich niemanden, der nicht sagt, ohne Deutsch keine Integration. Nichtsdestotrotz, das deutsche Niveau, das senken Sie jetzt einmal ab. Aber zusätzlich kommen Sprachen. Und meine Vorrednerin redet vom Tourismus, wie großartig das jetzt ist, wenn dann im Tourismus Arbeitskräfte arbeiten, die gar nicht mehr Deutsch sprechen können. Die sprechen dann möglicherweise nur mehr Bosnisch, Kroatisch, Serbisch. Wie machen wir das mit den deutschen Touristen, die so gern nach Österreich kommen? Oder mit den holländischen Touristen? Wie werden die dann angesprochen auf Bosnisch, Serbisch, Kroatisch? Also sind Sie mir bitte nicht böse. Also ich erwarte mir schon von Arbeitskräften im eigenen Land, dass sie Deutsch können müssen. Deutsch ist die Voraussetzung und das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt Integration möglich zu machen. Und davon gehen Sie ab, meine Damen und Herren der Österreichischen Volkspartei. Sie gehen davon ab, weil Sie offensichtlich nichts anderes wollen als billigst Arbeitskräfte, die dann nicht gut verstehen. Die können Sie dann unter Lohn arbeiten lassen. Die wissen ja überhaupt gar nicht, wenn Sie vorab keine Prüfungen machen müssen, wenn nicht vorab geprüft wird, wie die Arbeitsbedingungen sind, wo Sie sich hinwenden können. Das ist doch eine Ausnützerei. Das ist doch nicht irgendwo menschenfreundlich. Das ist auch nicht für den Arbeitsmarkt gut oder gesund. Das ist ein Gesetz, das muss man ablehnen.